Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part mit The Witcher 3. So, und dann haben wir hier... Ah, guck mal. Großmächtige Freya, wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Na schön. Geh du voran. Oh. Meine gute alte Axt vor. Für Ruhm und Ehre. Ich dachte, ich soll vorangehen. Läuft der andere vor. Verbessertes Nekrophagenöl. Nehmen wir mal die Gefrierbomben gleich raus. Ah, noch ein mistiger Agul. So, habe ich euren Arsch gerettet, ihr zwei. Und der Letzte. Schleift die Kadaver raus und verbrennt sie. Ghule fressen sich auch gegenseitig. Ja, stimmt. Gut, dass du gekommen bist. Freya muss über uns wachen, da sie dich hergeführt hat. Wir werden dir noch lange dankbar sein. Mit Dankbarkeit sind die Leute immer großzügig. Mit Geld weniger. Ach ja, tut mir leid. Das sind die Nachwirkungen der Schlacht. Wir sind noch etwas durcheinander. Du hast es ihnen richtig gezeigt. Hier, für dich. Danke. Lebt wohl. Und wie viel Kronen haben wir bekommen? Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Schwert Wolf bekommen. Ich finde es eher überraschender, dass ich es tatsächlich geschafft habe, die beiden am Leben zu erhalten. Fand ich jetzt sehr respektabel. War beim Algo schon fast drauf und dran, die nächste Frostbombe zu werfen. Die ist echt gut für sowas. Schwert Wolf hatte ich doch jetzt da bekommen. Was ist das? Ah, schlechter. Schade. Apropos, Level 23 will und will nicht. Dass wir uns endlich mal wieder verbesserte Rüstung herstellen könnten. Na gut. So, dann haben wir hier unten noch. Gerdreude, Udravik, Undvik.
Ah, ich muss jetzt gestehen, ich weiß gerade nicht, welche Quest ich hier... Seltsame Bestie, doch, das da war das, glaube ich. Los, genau, los. Sprich mit den Kriegern. Ist er mit nichts als einem Messer hinter dem Bären her? Ach, frag doch den Hexer. Der sagt dir, dass Monster keine Fallen stellen. Wo ist das Problem? Hat man je von einem Monster gehört, das einen Wagen als Köder auf der Straße parkt und sich dann auf die Lauer legt? Monster sind dazu nicht schlau genug. Schlau oder nicht, es hat ein paar von uns zerrissen und wir sind gelaufen wie die Hasen. Sie sollten wenigstens begraben werden. Habt ihr wirklich gedacht, dass ihr alleine mit dem Monster fertig werdet? Wir mussten es versuchen. Wer, wenn nicht wir? Meinst du, Larvik ist eine Art Mutantentreffpunkt und es kommen jede Woche wieder Hexer vorbei? Auch wieder wahr. Erzählt ihr mir, was passiert ist? Frag nur. Wisst ihr noch, wie das Monster ausgesehen hat? Es war dunkel. Kaspar glaubte, was zu sehen, aber... Klar habe ich was gesehen. Es war riesig, mit blutverschmiertem Maul. Das Untier hat Ungi mit einem Hieb aufgeschlitzt. Fast in zwei Hälften. Angeblich hat es euch angefallen. Wo denn? Nicht weit von hier, an der Straße nach Lofoten. Auf der Straße beim Wald stand ein Wagen quer. Wir waren kaum dort angekommen, als etwas aus dem Unterholz kam. Und zack! Schon hatte ich Blut in den Augen. Als ich es wegwischte, lag einer tot da. Hm, interessant. Danke. Hm? Wofür? Für die Infos. Finde den Überfallsort. Todmüde, wie... Ist er mit nichts als einem Messer hinter dem Bären her? Wie hätte er... Aber währenddessen könnte ich auch die Höhle mal noch durchsuchen, wobei es könnte ja sein, dass die Spur mich eben zu genau dieser Höhle führt. Hm. Dem hat was richtig zugesetzt. Sieht aus wie Blut, aber roter Lehm. Nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Die Kreatur, die die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls kann sie primitive Fallen aufstellen. Er geht von Neckern aus? Die Spuren führen in den Wald. Ah, und da ist meine Höhle. Das Hauptnest. Und ab in die Höhle des Löwen. Da hab ich ja außerhalb schon größere Nester ausgehoben. Ich habe wohl Gesellschaft. Ein Hagabun-Jam-Bin-Bin, keine Ahnung. Yeah.
Ja, der hat sowas von keine Chance. Sayonara, mein Lieber. Neckarklauen, Neckarmutagen, die Wein, Neckartrophäe. Ja, das Übliche, mit dem Messer rausgezückt, Kopf abgeschnitten. Und raus mit uns. Also, die Bestie hat auch uns eigentlich indirekt gerade eben eine Falle gestellt. Die ist vernünftig begabt gewesen. Würde ich mal behaupten. Ach, ich laufe jetzt hier raus. Komm, scheiß drauf. Die Necker sind offenbar immun gegen das Gift. Jetzt beschützt es ihr Nest. Clever. Das kommt ein bisschen später, Geralt. Also, hilfst du mir? Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung. Ah, nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke. Bis dann. So, dann glaube ich, haben wir hier jetzt explizit keine weitere Quest. Deswegen wollen wir einfach mal darüber reiten. Der Straße folgend. Dass wir die Insel ein bisschen abgeklappert haben. Jede Menge Rindvieh. Rehvieh, natürlich. Pardon. Sind ja elegante Tiere. Komm schon. Ein Eistroll. Das wird ja mal lustig. Der wirft was. Was brauche ich nochmal gegen Trolle? Trolle sind Okriden. Kann das sein? Ja. Dem habe ich natürlich das Schlechteste noch mitunter. Gegen Hybriden habe ich auch noch nichts. Komm, kleiner Troll. So, haben wir auch mal einen Eistroll erledigt.
Gib mir Loot. Gib mir Loot. Er hat kein Loot. Nein. Ich brauche doch noch irgendeinen Troll-Mutagen für ein Absurd. Verdammt. Das war jetzt Scheibenkleister. Höhle gibt's auch nix. Bin ich denn jetzt? Na klasse, am hinteren Teil des Dorfes. Was so circa kein Schwein interessiert. Ja. Das war mal wieder unnötig. Schade. Naja, immerhin gibt es eine schöne Aussicht. Oh, wobei, was heißt unnötig? So ein gigantisches Sapien-Nest. Können wir auch mal noch ausräuchern. Ja, okay. So viele ist es vielleicht doch keine so clevere Idee gewesen. Verdammt. Ich hatte aber doch ein zweites Schild gerade. Au? Naja, doch, hatte ich nicht. Verdammt. Lass mich raten, wo ich gespeichert habe. Ja. Sicher. So wie dazu. Eistroll Nummer 2. Wird nochmal getötet. Aber das mache ich dann später. Das muss ich jetzt euch nicht aufs Auge drücken. Schauen wir uns lieber hier jetzt mal ein bisschen um. Jede Menge Wachhunde. Was haben wir hier noch? Kleines Lager, ein paar Wölfchen. Auch nichts Besonderes. Ein paar Banditen. Ja, ich muss zugeben, einfach immer gegen die Gegner zu kämpfen, die einfach absolut unserem Stufe keinen Zweck mehr machen, ist scheiße. Na gut, ich würde sagen, dann machen wir hier einfach mal Cut und machen im nächsten Part weiter, weil der Bereich hier ist jetzt wohl mehr oder minder clear. Dann geht es hier unten weiter und ich tummel mich jetzt nochmal mit dem Troll darum. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.